Alexa, Licht einschalten. Ja, das klappt ja alles mit Amazon Alexa und dem Google Assistant und damit herzlich willkommen hier bei Miapacat, Freunde. Heute schauen wir uns wieder ein Produkt an, das eben in den Bereich Smart Home reinpasst. Eine Glühbirne, eine LED-Glühbirne mit E27-Sockel, die auch mit den beiden Sprachassistenten gesteuert werden kann. Und da schauen wir heute mal rum, wie leicht ist denn die Einrichtung. Das werden wir jetzt hier zusammen machen. Dann werde ich das Teil mal im Alltag eine Weile testen und euch sagen, ob es gut ist oder nicht. Jawohl, so machen wir das. Wir sehen hier schon Wi-Fi Control, Color Adjustment, also wir können die Farbe einstellen, Voice Control, ganz klar. Und wir können Timer setzen, alles ziemlich übliches Zeug, was das hier kann. Und wir haben natürlich eine App, die dafür benötigt wird. Das ist die allseits bekannte Smart Life App. Ich sage allseits bekannt, das ist nämlich so diese Standard-App aller, ja, ich sag mal, Fernost-Hersteller, also der Hersteller, die aus China hauptsächlich kommen. Und das ist so das Schweizer Taschenmesser unter den Smart Device Apps. Die wird ganz, ganz oft benutzt. Hat den Vorteil, wenn ihr schon mal angemeldet seid, so wie ich, und ihr bekommt ein neues Produkt, das damit funktioniert, geht das noch einfacher. So, also wir haben hier einmal die Packung schon gesehen. Der Hersteller ist übrigens Techin. Und dann mache ich die Packung mal auf und wir schauen einfach mal rein. So sieht's aus. Wir sehen hier einmal die Glühbirne. Wir haben hier ein kleines, hallo, hier gibt es auch andere tolle Sachen und eine kleine Bedienungsanleitung. Jetzt will ich aber sehen, wie immer, ob hier auch ordentlich auf Deutsch erklärt, wie hier alles eingerichtet wird. Jawohl, wir haben einmal den QR-Code, um die App dann flott runterzuladen und eine schöne bebilderte Anleitung, wie das Ganze hier funktioniert. Sogar wie man es nachher mit dem Sprachassistenten, zumindest hier mit der Alexa, einrichtet. Sehr schön, so wünsche ich mir das. Wird auch immer öfters so mitgeliefert, also da gibt es echte Fortschritte. Und dann haben wir einmal hier noch unsere Lampe. Ich nehme sie mal raus, übrigens hier, Packung ist sonst leer. Und hier wäre das gute Stück und ihr seht schon, das ist hier ja so eine abgeflachte. Aber die ist richtig groß, die ist richtig breit im Durchmesser. Also da muss man schon ein bisschen Platz haben. So für den kleinen Lampenschirm ist das hier nichts. Was haben wir hier noch stehen? Das Modell ist SB53, made in China, 1300 Lumen hell, 13 Watt Leistung. Und hier CE-Zeichen ist drauf und ja, alles, was man so braucht eigentlich. Also, da bin ich doch schon mal sehr gespannt drauf. Ich habe hier übrigens zufälligerweise einen passenden Sockel gerade und da schraube ich doch die Lampe einfach mal ein. Und dann testen wir mal, wie leicht sich die einrichten lässt. Denn so eine frustfreie Einrichtung ist meines Erachtens sehr wichtig bei solchen Sachen. So, ich habe jetzt hier einfach mal den Strom eingeschaltet und ihr seht, die Lampe, die ist wild am Blinken, heißt vermutlich, sie ist bereit für das Setup. Also einmal das Smartphone öffnen, dann ladet ihr euch per QR-Code die Smart Life App herunter. So sieht sie aus und dann einfach öffnen und einen Account anlegen. Das kann ich mir jetzt hier sparen, denn ich habe bereits einen Account mit verschiedensten Dingen, die ich ja schon ansteuern kann. Also ihr müsst euch dort noch anmelden, macht dann euren Account, ein Passwort und dann kann es direkt weiter losgehen. Ich will ja jetzt hier ein neues Gerät hinzufügen. Gehe einfach mal hier oben auf das Plus und dann suche ich mal raus, ja, was für ein Gerät ist es denn? Es ist auf jeden Fall hier eine Beleuchtung und es ist ein... Ich würde mal sagen, wir nehmen hier oben mal das Beleuchtungsgerät. Und dann schauen wir mal. Hier steht jetzt, schalten Sie das Licht ein und bestätigen Sie, dass das Licht schnell blinkt. Ja, das könnt ihr, glaube ich, seit einer Minute bestätigen. Also gehe ich mal flott auf Weiter. Dann wählt ihr euer WLAN aus, gebt das WLAN-Passwort ein, auch dann auf Weitergehen. Und jetzt soll die Lampe verbunden werden. Das dauert immer so um eine Minute meistens. Und man wird schon sehen, wenn es gleich funktioniert hat. Jawohl, also da wird es mega hell. Meine Güte, wird die gerade hell. Also ich würde sagen, das Setup müsste hier gleich durch sein, denn das Blinken hat aufgehört. Wir sind aber erst bei 25%, also noch kurz warten. Sehr schön. Und hier oben meldet sich auch schon Alexa und sagt, hier ist ein neues Gerät. Das kannst du jetzt hier hinzufügen und steuern. Und ja, ich nenne es einfach mal hier, ich lasse es so stehen. Hier steht intelligente Glühbirne. Wir lassen es einfach mal so und gehen auf Fertigstellen. Meine Güte, ist die hell. Also, ich bin jetzt... Hier ist Chef Koch. Alexa, stopp. Willkommen bei Chef. Bis zum nächsten Hunger. Ja, bis zum nächsten Hunger. Ja. Manchmal quatscht sie einfach dazwischen da hinten. Naja, so sind sie eben. Also, ihr seht, das ist verdammt hell. Ich mache sie mal aus
Und das funktioniert hier in der App jetzt auch schon direkt per Knopfdruck. Kann ich jetzt hier mein Lichtchen ein- und ausschalten. Wir schauen noch mal rum. Ich habe hier einmal noch dann die Möglichkeit, was haben wir hier, weißer Modus, genau die Helligkeit kann ich mir einstellen. So ist auf minimal 1% und dann kann ich sie bis auf die Maximalstufe dann schön stufenlos hier einstellen, die Helligkeit. Und ich kann auch hier die Farbtemperatur ändern. Das ist immer eine schöne Sache. Ihr wisst ja, abends hat man besser so ein warmes Licht mit viel Orangeanteil. Dann ja, ist das besser zum Schlafengehen später. Und wenn man es richtig hell braucht, dann kann man hier das kaltweiße Licht holen. Das macht dann viel, viel heller. Also hier kann man auch schön die Farbtemperatur einstellen. Das klappt doch schon mal wunderbar. Was können wir denn noch Schönes hier tun? Gehen wir mal in den Farbmodus rein. Ihr seht schon, dass ich jetzt hier auf Rot gestellt habe. Ich mache mal eben mein großes Licht aus, dann sieht das alles ein bisschen netter aus. Und dann kann ich hier an der Farbskala, denke ich, einfach mal frei einstellen, jo, welche Farbe hier mein Licht haben soll. Gehen wir mal auf Grün, gehen wir mal auf Blau, Blau, also richtiges Blau, Rot. Also hier kann man wunderbar dann einfach seine Farbe auswählen. Das klappt doch echt gut, mit kaum Verzögerung, sehr schön. Und dann haben wir hier nochmal die Möglichkeit, die Farbsättigung einzustellen. Wenn ich da ganz rüber drehe, dann ist es fast wieder weiß. Und je mehr ich dann hier einstelle, desto mehr Farbe kommt dann hier ins Spiel. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen, weil ich glaube, das blendet hier sehr stark aus. Also ihr seht, hier ist jetzt an meiner Hand, ist es blau, so ist es rot. So sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Haben wir es grünlicher, bläulicher, ja, also sehr schön. Und auch hier kann man die Helligkeit nochmal einstellen. Ja, wunderbar. Also das klappt auch sehr schön. Gehen wir nochmal zurück. Dann gibt es hier noch einen sogenannten Szenenmodus. Und da sind schon voreingestellte Szenen drin, wie hier zum Lesen, im Meeting, ja, Lernen, Scheinen, Farbverlauf. Auch schön, dann schaltet der hier, naja, für mich ein bisschen zu hektisch, aber hier durch die ganzen verschiedenen, ja, Farbstufen durch. Was haben wir denn noch? Hier weich. Haben wir einen weichen Farbwechsel wahrscheinlich. Genau, da wird ganz zart, na, doch kein Farbwechsel, also ganz zart immer ein- und ausgeblendet, die aktuelle Farbe. Dann haben wir den Farbsprung. Da wird wahrscheinlich jetzt gleich, genau, bup, 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 immer mal so durchgeschaltet. Ja, durch die verschiedenen Farben. Also, sehr schön. Auch da eine Kleinigkeit. Kann man da eigentlich was Eigenes einstellen? Das ist jetzt noch die Frage. Kann ich da noch was Eigenes einstellen? Wir schauen einfach mal, wenn ich hier reingehe. Nö. Sieht nicht so aus. Und dann können wir natürlich hier noch unsere Timer einstellen. Das ist immer ganz einfach, Timer hinzufügen. Und dann stellt man hier einfach an, wann der Schalter eingeschaltet werden soll, wann er ausgeschaltet werden soll, per Uhrzeit. Und ihr könnt das Ganze dann auch wiederholen, wenn das immer nur an bestimmten Wochentagen oder nur montags bis freitags sein soll und so weiter und so fort. Dann speichern. Wunderbare Sache. Wenn man im Urlaub ist, sieht so das Haus immer noch ein bisschen belebter aus und das Haustier sitzt nicht so sehr im Dunkeln. Also, soweit, so gut. Aber jetzt will ich natürlich wissen, wie gut das hier per Sprachsteuerung funktioniert. Dafür gehen wir einfach mal hier in die Alexa-App rein. Dann auf das Seitenmenü auf Gerät hinzufügen. Dann schauen wir mal, wir fügen hinzu eine Lampe. Dann gibt es hier die verschiedensten Marken, die da unterstützt werden. Oder wenn die nicht dabei ist, wie jetzt hier in unserem Fall, gehen wir einfach auf Sonstiges. So, und dann auf Gerät suchen. Da seht ihr übrigens auch, dass hier hinten der Echo Dot, ja, der lässt gerade den Ring kreisen, das heißt, er sucht nach neuen Geräten, die er noch nicht kennt. Tja, und wie ihr seht, das hat nicht funktioniert. Also machen wir was anderes. Ich habe vorhin schon eine Benachrichtigung bekommen, als hier die Verbindung hergestellt wurde. Und da könnt ihr das sehen, die Mitteilung hier, neues Helmet, dem Namen intelligente Glühbirne wurde gefunden. Willst du das hinzufügen? Sage ich einfach mal ja und klicke hier drauf. Und da steht zwei Geräte gefunden, die schauen wir uns mal kurz an. Da haben wir sie schon, die intelligente Glühbirne hier oben. Klicke ich da mal drauf und ja, das sollte dann schon funktionieren. Mal schauen, hier dimmen, ja, das klappt schon mal hier aus der App raus. Also runterdimmen, hochdimmen. Dann kann ich hier nochmal direkt in der App auch die Farbe festlegen. Ich nehme jetzt einfach hier mal ein Rot. Aber die Frage ist ja, wie gut funktioniert die Sprachsteuerung? Und deswegen sage ich mal, Alexa, intelligente Glühbirne ausschalten. Okay. Das hat geklappt. Alexa, intelligente Glühbirne einschalten. Okay. Alexa, intelligente Glühbirne auf grün stellen. Okay. Alexa, intelligente Glühbirne auf gelb stellen. Okay. Alexa, intelligente Glühbirne auf violett stellen.
Okay. Alexa, intelligente Glühbirne auf 10%. Okay. Alexa, intelligente Glühbirne auf 100%. Okay. Alexa, intelligente Glühbirne ausschalten. Okay. So, schon mal eine gute Nachricht. Es hat funktioniert, ganz problemlos. Ihr könnt natürlich das Gerät auch umbenennen. Das muss nicht hier intelligente Glühbirne heißen, sondern nennt es einfach nach dem Raum zum Beispiel, wo es hängt. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, egal wo. Und dann ist das von der Sprachsteuerung ein bisschen einfacher. Alexa, intelligente Glühbirne auf 10%. Okay. Was ihr auch noch tun müsst, ihr müsst, wenn ihr den noch nicht habt, den Smart Life Skill hier installieren. Ich zeige euch nochmal, wo ihr den finden könnt. Dafür geht ihr auch einmal hier auf die Startseite, dann auf das Seitenmenü und dann geht ihr hier auf Skills und Spiele. Dort gibt es dann hier oben die Suchfunktion und da tippt ihr einfach dann ein, die Smart Life Skill oder den Smart Life Skill, da haben wir ihn schon, einmal auswählen und dann müsst ihr den Skill einfach nur noch hier aktivieren und schon kann das Ganze losgehen. Ob das Ganze jetzt auch wirklich gut funktioniert auf Dauer, das werde ich gleich testen, aber ich werde noch was testen. Und zwar schalte ich hier mal den Strom aus, sodass hier gar kein Strom mehr durch die Glühbirne durchfließt, denn ich möchte wissen, wie schnell die sich danach wieder mit dem WLAN verbindet und ob das problemlos funktioniert. Wenn ihr zum Beispiel mal abends einen Stromausfall habt und dann will man ja nicht alles wieder neu einrichten, sondern das soll schnell und problemlos funktionieren und das testen wir hier mal. So, der Strom ist komplett aus. Ich schalte ihn nochmal ein. Ich denke, das sollte reichen. So, wir geben der Glühbirne mal einen kleinen Moment und dann schauen wir, ob sie sich direkt wieder steuern lässt. Alexa, intelligente Glühbirne ausschalten. Okay. Jawohl, das hat problemlos funktioniert. Prima, so soll das sein. Ich werde sie jetzt mal eine Weile im Alltag testen, Freunde. Dann gibt es noch mal ein kurzes Fazit und dann wären wir auch schon durch. Tja, ein paar Tage sind vergangen. Hier ist die Glühbirne, sie leuchtet noch immer, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Und dann kommen wir auch ganz, ganz flott zum Fazit. Gut oder nicht gut? Mein Fazit, gut. Hat gut funktioniert, zuverlässig funktioniert. Die macht richtig dolle hell, diese Glühbirne hier. Also damit kann man einmal das Schlafzimmer richtig doll hell machen oder auch mal schön in Schummerlicht tauchen, ja, wenn man das ab und zu vielleicht mal braucht. Also ein gutes Produkt. Die Einrichtung hat fast problemlos funktioniert. Habt ihr ja gesehen. Aber dann die weitere Verwendung. Prima Sache. Also Leute, wenn ihr sowas brauchen könnt, ich verlinke euch die smarte Glühbirne, die intelligente Glühbirne hier unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch die gerne mal zulegen. Wie gesagt, funktioniert mit Amazons und Googles Sprachassistent und das zumindest mal bei Alexa richtig gut. Google konnte ich leider nicht testen, hab keinen da. Naja, das soll es dann gewesen sein, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bye bye und tschüss, bis zum nächsten Mal. Alexa, intelligente Glühbirne ausschalten.